Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Kampfcrocs. Ich zeige euch heute alle meine großen Waffen. Wir fangen mal mit den schönsten an und hören auf mit den ältesten und hässlichsten. So, wir fangen beim Liebling an. Das ist das hier. Mein Bastardschwert, mein krummes. Das habe ich vor einer halben Ewigkeit gebaut. Da war ich noch nicht sehr gut in Schwerter bauen. Aber der Griff ist völlig in Ordnung. Ist einfach gewickeltes und geklebtes Leder. Hier oben haben wir eine Art Zubar, also einen Abrutschschutz oder Parierstange, die einfach nochmal mit Stoff umwickelt ist, damit es angenehmer ist. Das ist nicht das schönste Schwert, es funktioniert aber soweit. Ich habe damit schon ein paar Cutting-Tests gemacht und es funktioniert super. Der Stahl ist jetzt nicht besonders gut, aber das macht an sich nichts, da es dafür breit genug ist. Und falls es sich mal eben verbiegt, kann man es ganz einfach wieder zurückbiegen, ist gar kein Problem. Dazu gibt es noch eine Stahlhülle, aber die ist sinnlos, aber hey, ich dachte mir, Hülle, warum nicht? So, jetzt kommen wir zum Ninjato. Es sollte eigentlich ein Katana werden, aber ich wollte es dann nicht krumm machen. Also, gerade das Katana ist ja, soweit ich das verstanden habe, ein Ninjato. Verbessert mich, falls ich falsch liege. Und es ist leider auch nur aus qualitativ minderwertigem Stahl. Würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Ich habe da schon ein paar Cutting-Tests gemacht, also mit Flaschen und sowas. Aber ja, selbst dafür ist es nicht unbedingt so gut. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben beim Schleifen. Übrigens habe ich die Waffen, die hier sind, alle selber gebaut. Bis auf die große da, die habe ich nur angeschliffen und umgebaut. Ja, also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben wirklich mit dem Schleifen. Wie ihr seht, ist ein langer Schliff und dann geht es hier wieder in die andere Richtung runter. Also es ist hier nicht gerade, sondern es geht wieder dünner zu, um Gewicht zu sparen. Der Griff ist unten auch mit Stahl nochmal verstärkt, damit er richtig schwer ist. Der Balancepunkt ist genau hier über dem Zuber. Und das ist super bei einem Katana, vor allem für die Person, für die es gedacht war. Die wollte das so haben, weil man dann sehr viel Kontrolle über das Schwert hat, über den Griff eben. Und dann kann man sehr, sehr schnelle Schläge ausführen, ohne irgendwie mega weit auszuholen, sondern man kann einfach so die Scheide wegtun. Man muss einfach nur zack, einfach so Handgelenk ein bisschen bewegen und schon fliegt die Klinge durch die Gegend. Also super Waffe auf jeden Fall, wenn sie denn aus gutem Stahl wäre. Wir machen gerade mit den kleinen Waffen weiter. Das ist jetzt meine neueste Waffe. Es ist meine Variation von einem Sachs. Die ist jetzt noch nicht ganz fertig, ich mache die noch ein bisschen schöner. Weil ihr seht hier diese unreinen Stellen, die kommen noch weg. Und vor allem hier unten die Schweißnähte überdecke ich noch mit Messing. Das habe ich jetzt leider noch nicht gemacht, werde ich auch noch nicht machen können in nächster Zeit. Ich habe gerade ein größeres Projekt am Laufen. Und es hat einen schönen Eichengriff. Ich habe keine Ahnung, woraus also was das für ein Stahl ist. Ist auf jeden Fall kein Baustahl, dafür ist es zu hart. Aber es ist auch kein richtiger Messerstahl oder so. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art Stahl das ist. Ja. Aber es ist sehr schwer, es ist sehr dick. Das ist sogar schwerer als das Schwert, was ich euch zuerst gezeigt habe. Ja, obwohl es so deutlich kürzer ist. Also, die hier liegen gleich viel. Ja, denkt man gar nicht, ne? Aber man muss halt betrachten, dass die Klinge von dem Sachs hier einfach doppelt so dick ist wie die von meinem Bastard-Krumm-Schwert. Ja, es ist kein typisches Sachs. Die meisten Sachs hätten die scharfe Seite auf der Seite hier. Also die Seite wäre scharf. Mit so einer Parierstange ist bei einem Sachs, habe ich auch schon manchmal gesehen. Aber es gibt viele Variationen von einem Sachs und das ist halt meine Interpretation. So, die Waffe habe ich auch erst vor kurzem gebaut. Es ist eine sehr kleine Glefe. Das Schwert habe ich nicht selber gemacht. Das ist von Zombie Dead, so ein Zombie Slayer Schwert. Der Stahl ist, es geht. Also, er wird nicht sonderlich scharf, aber er bricht auch nicht schnell und er verbiegt sich auch nicht so schnell und er federt ein bisschen. Also, es ist gar nicht mal schlecht. Es ist schon scharf genug. Ähnliche Schärfe wie Baustahl, mit dem ich ja oft arbeite. Ich habe hier so eine Mini-Mini-Parierstange angebracht oder Abrutschschutz, wenn man es hier oben nehmen will, wie auch immer man es nennen will. Hier oben ein bisschen Leder,
Kann man im Prinzip auch als Wanderstab benutzen. Man sollte nur aufpassen, dass man sich nicht piekst. Der Griff, der ist nicht mehr rund, sondern so etwas oval, könnte man das schon fast nennen. Das ist, damit man besser spürt, wo die Klinge ist. Sonst hat mit einem runden Griff hat man wenig Kontrolle über die Klinge. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen gute Kontrolle über die Klinge. Ja, so viel dazu. Es funktioniert, ne? Ich habe damit schon ein paar Cutting-Tests gemacht. Super, das Ding. So. Jetzt kommen wir zu einer berühmt-berüchtigten Waffe, dass sie gut schneiden kann. Habe ich sowohl selber schon an mir gespürt, als auch beim Knochendurchschneiden. Ich habe hier mit, was war das, Kuhbein, also Rinderhaxe oder so. Keine Ahnung, tut mir leid, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ich habe damit schon ein Kuhbein zerhackstückelt. Keine Angst, nicht irgendwas Schlimmes oder so, sondern für einen Hund von meiner Cousine. Und die Kuh hat auch nicht gelebt, also sie war schon tot, keine Sorge. Die Klinge ist aus Edelstahl hier, das ist zusammengeschweißt aus Reststücken. Die Waffe habe ich im Praktikum bei einer Schlosserei gebaut. Und ja, keine schönen Schweißnähte, aber sehr stabil. Die wurden mit einem Mack-Schweißgerät gemacht. Mit denen lässt sich ja mal deutlich einfacher arbeiten. Der Griff ist aus einem Fahrradschlauch, einem alten. Und hier am Ende haben wir einfach nochmal so ein Stück von der Heizung als Knauf. Ja. Also der Griff an sich ist nochmal eine Stahlstange. Also die ist sehr stabil, das Teil. Und Schärfe ist auch vorhanden. Und der Kopf habe ich mal versucht zu härten. Ich weiß nicht, ob man Edelstahl härten kann. Ich gehe mal nicht davon aus. Also es ist nicht feilenhart oder so, aber es ist ein bisschen härter, glaube ich, als vorher. Ja, wie ihr seht hier oben. Man kann gut zustechen damit. Man kann auch einhaken, so ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So, jetzt zu einer Waffe, die ich selber gar nicht so sehr mag. Es ist ein selber zusammengeschusterter Flegel. Ihr seht ein altes Zahnrad, hier so ein Ding, keine Ahnung, eine Art Karabiner. Und dann hier unten habe ich so ein Stück zusammengeschweißt. Guckt euch die Schweißnähte nicht zu genau an. Die sind mit einem Elektrodenschweißgerät gemacht, mit uralten Elektroden, die eigentlich kaum noch funktionieren. Der Griff, das ist glaube ich ein Griff von, von einer Schaufel, nee, von einer Hake, von einer alten Hake. Und ja, ich habe hier oben einfach ein bisschen Stahl rumgebogen als Haken. Und ja, funktioniert ganz in Ordnung, der Flegel. Der ist ein bisschen zu schwer geworden vorne, ist schwer zu kontrollieren. Aber für jemanden, der etwas stärker ist als ich, ist das glaube ich kein Problem. So, das hier war der erste Versuch von mir, einen Speer zu bauen. Das einzige Problem ist, die Klinge ist eine Schaufel, ist eine kleine Handschippe. Und ist aber viel zu schlecht, der Stahl als Speerspitze. Also man kann damit Flaschen schneiden und so und auch aufspießen, wenn es mal scharf wäre. Aber das, die Stahlplatte hier vorne knickt so schnell ab. Wäre das nicht, hätte ich einen anderen Stahl genommen, hätte die Konstruktion, glaube ich, ganz gut funktioniert. Es hat hier auch ein Gegengewicht. Es ist kein schönes Gegengewicht, aber es funktioniert. Damit kann man auch zuschlagen. Das heißt, man hat im Prinzip oben einen Speer. Dadurch, dass wir ein Gegengewicht haben, ist der Mittelpunkt hier, also relativ weit hinten. Das heißt, man könnte den auch mit einer Hand nehmen und trotzdem noch sehr weit zustechen. Coole Sache auf jeden Fall. Lässt sich einfacher damit umgehen durch das Gegengewicht halt. Und man kann rein theoretisch auch damit zuschlagen. Ja, ich muss ihn eigentlich mal neu machen und hier oben eine andere Klinge dran befestigen. Dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein. Kommen wir jetzt zum Executioner. So nenne ich den. Das ist ein Beil, das vorher in einer Konstruktion war, mit der man Stroh- oder Heuballen durchgeschnitten hat. Das ist eine Art Guillotine für Heuballen oder Strohballen. Und ich habe den Griff dünner gemacht und kürzer, habe Holz dran gemacht. Ja, das ist ein hässlicher Klebebandgriff. Ich weiß, ist okay. Sieht scheiße aus. Habe ich vor einer halben Ewigkeit gebaut. Mittlerweile würde ich es besser machen, aber ich habe keine Lust, es zu bearbeiten. Es funktioniert ja. Also mit dem Ding, das wiegt gut was. Ich weiß nicht, wie viel es wiegt. Ich habe leider keine Waage hier, aber das ist die schwerste von allen Waffen hier. Wenn ich die richtig schwinge, dann zieht die mich mit, so schwer ist die. Also ja, ist schwer damit umzugehen, aber wenn du mal jemanden etwas, ich meine Strohballen natürlich, Strohballen enthaupten musst, dann funktioniert das gut. Als nächstes einfach die einfachste Waffe überhaupt. Eine Keule, ein bisschen Blech verstärkt oben. Kein besonderes Blech oder so, das ist einfach nur, damit das Holz nicht so viele Kratzer bekommt. Das ist ein Ast von, ich glaube,
Es war Mirabelle. Ast von einem Mirabellenbaum. Und mit dem habe ich auch schon Bänke zertrümmert und alles Mögliche. Werde ich demnächst auch wieder machen. Ist einfach ein großes Stück Holz. Eine große Keule. Macht gut Laune mit dem Ding. Kommt man sich so ein bisschen vor wie ein Höhlenmensch. Aber so ist das. Kommen wir jetzt zum Panzerbrecher. Es ist eine Axt, wie ihr seht. Die ist hier oben leider schon ein bisschen abgesplittert. Das hier ist ausnahmsweise mal kein Baustahl. Das ist irgendein härterer Stahl. Was genau, weiß ich leider auch nicht. Nicht auf die Schweißnähte gucken. Hier konnte ich eben... Mein Schweißgerät ist kacke und ich kann nicht schweißen, okay? Ich bin froh, dass es hält. Hier haben wir einen Stachel. Der ist von einem Traktor, glaube ich. Also von... Ich weiß gerade nicht, wie das Gerät heißt. Es ist da, um das Feld nicht zu pflügen, sondern... vor der Saat das Feld wieder ein bisschen zu zerstückeln. Egal. Auf jeden Fall ist der Stachel hier von so einem Anhänger für den Traktor und ja. Der ist, beides ist gehärtet und man kommt im Prinzip überall mit diesem Stachel durch. Oder halt mit dieser Seite von der Axt. Die ist jetzt nicht die schönste Waffe, absolut nicht. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gepflegt. Die ist total am vor sich hin rosten und gammeln. Der Griff ist auch einfach aus Stahl. Und der ist ein bisschen zusammengehämmert, dass er nicht mehr ganz rund ist, dass man ein besseres Gefühl dafür hat, wo die beiden Köpfe sind. Ja, was das Ding, was hier fehlt bei Aussehen, macht sie wett durch Können im Prinzip, einfach durch Penetration. Du kommst damit überall durch, durch Stahl, durch Beton, durch Sperrholz, alles, kannst du durchhauen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Als vorletzte Waffe, eine der primitivsten und schlechtesten Waffen, die ich hier gebaut habe, aber hey, eine der ersten, die ich gebaut habe. Ein Rübenbeil an einem Stock mit Panzertape befestigt. Ja, dazu muss man glaube ich nicht mehr sagen. Ist ein Beil am Ende von einem Stock. Nee. Ja. Die letzte Waffe ist was ähnliches. Ihr kennt alle diese Kräuterhobeldinger, diese Teile, wo man so hin und her geht, so ein Kräutermesser. Das habe ich genommen, habe es hier oben reingemacht als Klingen. Habe hier oben ein paar Nägel reingehauen. Das Ding ist auch schon bestimmt 6 oder 7 Jahre alt. Auch eine der ersten Sachen, die ich hier gebaut habe. Ist nicht gut, aber ist hübsch, finde ich. Ich finde, die sieht cool aus. Einfach so abgefuckt halt. Ja, gut. So viel zu dem Thema, Leute. Gut, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr alle da wart bis zum Schluss. Und ja, lasst mich wissen, was ihr über die Waffen denkt. Ich weiß nicht, die allerbesten, aber ich werde besser mit Waffen bauen. Und was ich immer mal dazu sagen muss, weil die Leute das irgendwie nicht wissen, ich bin ein total friedlicher Mensch. Ich mache das nur als Hobby, ich sammle sie, ich probiere sie manchmal aus an Flaschen oder sowas. Ich tue niemandem was zuleide. Und ja, dachte mal, ich sage das dazu, weil ich das mal vorgeworfen bekomme, was ich denn mit den Waffen vorhaben würde und wen ich alles umbringen wollen würde, was totaler Bullshit ist. Ich will niemanden umbringen. Gut, also, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch ja noch mehr Videos von mir angucken. Ich habe eigentlich zu jedem dieser Waffen ein eigenes Video, entweder wo ich es baue oder wo ich es einfach vorstelle oder sogar teste. Ja, so viel zu dem Thema. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.